eine Höhe von 8500 Metern. Mallory und Irwin werden zum letzten Mal auf etwa 8600 Meter gesehen. Seitdem sind sie verschollen. Bis heute ist nicht bewiesen, ob sie den Gipfel erreicht haben. On a retrouvé le corps de Mallorys Leiche wird in etwa 8400 Meter Höhe gefunden. Sir Edmund Hillary, der Erstbesteiger des Everest von 1953, hat das Ganze sehr treffend kommentiert. Es ist zwar wichtig, bis zum Gipfel hinaufzusteigen, aber es ist ebenso wichtig, wieder herunterzukommen. Im Februar 1924 finden in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele statt. Dabei werden die Briten mit einer Goldmedaille für ihre bisher noch nicht erfolgreichen Bemühungen auf dem Mount Everest geehrt. Den Deutschen wird dadurch die Begeisterung des Volkes für den Himalaya erst richtig bewusst. Die Anstrengungen der Engländer führen in Deutschland zu einem regelrechten Höhenfieber. Zwischen 1929 und 1931 treten dann auch die Deutschen in den Himalaya-Wettkampf ein. Sie versuchen es mit dem 8586 Meter hohen Kangchenjunga an der Grenze zwischen Nepal und Sikkim. Ihr Ziel, als Erste den Gipfel eines 8000ers zu besteigen. Zwei Männer aus Paul Bauers Gruppe kommen in einem Schneesturm ums Leben. Diese Tragödie zwingt die anderen zur Aufgabe. Also in den 30er Jahren war natürlich prägnant, dass es deutschsprachige Bergsteiger in erster Linie waren, die die schwierigsten Wände bezwungen haben in den Alpen. Und es ist vielleicht auch bezeichnend, dass einfach ein Zeitgeist da geprägt wurde, der von dieser mutigen und todesverachtenden Weise eigentlich ein Bild gezeichnet wurde, das sich sicher auf manche junge Bergsteiger übertragen hat und das im Prinzip dazu geführt hat, dass sie mehr riskieren als andere. 1932 untersagen die Engländer den Deutschen den Zugang nach Tibet und Sikkim, gestatten ihnen jedoch die Einreise nach Kaschmir. Die Deutschen beschließen, es dort mit dem Nanga Parbat zu versuchen. Wenn man die Geschichte des Nanga Parbat kennt, man denkt an die vielen gescheiterten Expeditionen, an andere, die dort oben geblieben sind. Also ein sehr großer, ernster Berg. Der Nanga Parbat ist in der Höhe nicht zu vergleichen mit dem Everest, aber er ist viel schwieriger und viel länger in seiner Kletterei. 1932 entdecken Expeditionsleiter Willy Merkel und seine Gruppe die grandiose Nordseite des Nanga Parbat. Peter Aschenbrenner findet einen Weg über den Rakjot-Gletscher, um zum Fuß der Eiswand zu gelangen. Die Rakjot-Seite ist eine Seite, die einfach vielleicht unterschätzt wird. Peter Aschenbrenner hat mir selbst noch erzählt, als er 1932 zum ersten Mal diese Seite überhaupt gesehen hat, war er enttäuscht, weil er meinte, das ist ein Skiberg. Aber es hat sich gezeigt, dass das eben eine Fehleinschätzung war, dass die Probleme am Berg riesengroß sind, gerade wenn sich die Route durch die Gletscher so lange in die Länge zieht bis zum Gipfel. Bei ihrer ersten Expedition finden die Deutschen den Zugang zur Wand und steigen bis 6900 Meter auf. Die Entdeckung der Wegstrecke ist entscheidend für künftige Unternehmungen. Während die Deutschen am Nanga Parbat letztlich scheitern, planen die Engländer für 1933 bereits eine neue Expedition zum Mount Everest. Für sie ist klar, auf dem Dach der Welt haben sie Vorrang. Schon wegen ihrer Landsleute, die dort den Tod fanden. Wenn du scheiterst, ist es ganz natürlich, dass du es erneut versuchen willst. Vielleicht mit einem etwas größeren Team. Wenn das Wetter und die Expeditionsbedingungen an deinem Misserfolg schuld waren, hoffst du, dass es beim nächsten Mal besser läuft und dass deine Bergsteiger und Träger gesund bleiben, damit du es bis hinauf zum Gipfel schaffst.
Die englische Expedition von 1933 ist der erste von vier Versuchen, die in den 30er Jahren am Everest gemacht werden. Doch keiner davon kann die außergewöhnliche Höhe übertreffen, die Mallory 1924 erreicht hat. Am 30. Januar 1933 übernehmen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. Hitler ist Reichskanzler. Der Führer hat eine Leidenschaft für die Berge und das neue Regime braucht Siege für seine Propaganda. Der Kampf um den Himalaya ist die Krönung der alpinen Idee. Er ist Ausdruck der menschlichen Sehnsucht nach den letzten Grenzen des Erdraumes. Er ist der verkörperte Wille des Menschen, die Materie zu besiegen. Die deutsche Himalaya-Expedition 1934 zum Nanga Parbat ist eine Herzenssache des deutschen Volkes geworden. Darüber hinaus hat sie von neuem die Augen der Welt auf den Himalaya gerichtet. 1934 wollen die Deutschen den Briten beweisen, dass sie die Besseren sind. Ganz im Sinne der neuen Ordnung wird Willy Merkels zweite Expedition finanziell und materiell großzügig unterstützt. Die Besteigung des Nanga Parbat wird zur Staatsangelegenheit. 7 Tonnen Ausrüstung und Nahrungsmittel werden per Schiff nach Bombay geschickt. Damals ein gigantisches Unternehmen. Die gesamte Ladung wird mit dem Zug durch Indien transportiert und dann von 600 Trägern 300 Kilometer weit ins Basislager geschleppt. Es sollte eben ein ganz bestimmtes Bild des deutschen Bergsteigers nach außen gelangen, dessen, dass zum Beispiel die Gruppengemeinschaft zusammenhält in kameradschaftlicher Weise. Und es sollte nicht das Individuum des Einzelnen als Persönlichkeit nach außen getragen werden, sondern eine Gruppengemeinschaft, so wie es die Nationalsozialisten wollten. Willy Merkel hat die Elite der deutschen und österreichischen Alpinisten versammelt. Er träumt davon, mit der gesamten Gruppe den Gipfel zu erreichen. Die Route über den Rakjot-Gletscher ist unsicher. Seit der Expedition von 1932 haben die Schwierigkeiten zugenommen. Gewaltige Eisblöcke stürzen herab und zwingen Bergsteiger und Träger aus Sicherheitsgründen zu beträchtlichen Umwegen. Die Mannschaft und 24 Sherpas richten 8 Höhenlager ein. Das letzte liegt in etwa 7000 Metern. Von dort aus soll der Gipfel in Angriff genommen werden. Alles klappt hervorragend, bis Alfred Drechsel an einer Lungenentzündung stirbt. Alle sind bestürzt und steigen wieder zum Basislager ab. Alfred Drechsel wird in einen behelfsmäßigen Sarg gelegt, der mit einer Hakenkreuzfahne bedeckt ist. Die Expedition verliert 11 Tage bei schönem Wetter. Am 6. Juli geht es weiter. Nachdem die beiden besten Kletterer, Peter Aschenbrenner und Erwin Schneider, wieder auf 7000 Meter aufgestiegen sind, werden sie in ihrem Schwung gebremst. Die hätten den Gipfel leicht machen können, aber der Befehl war vom Leiter, vom Führer, Merkel. Die müssen warten, bis alle aufsteigen, dann sollen die zusammen, die ganze Mannschaft, den Gipfel machen. Die beiden Bergsteiger warten auf ihre Kameraden im Lager 7 auf 7050 Meter. Dann bricht plötzlich ein Schneesturm los und verwandelt die Höhenlager in tödliche Fallen. Dann haben sie gesehen, wie die unten am Silbersattel ankamen. Die waren vollkommen fertig. Und dann hat das Wetter umgeschlagen, ein fürchterlicher Sturm. Und dann haben die zwei den ganzen Weg runtergespurt. Und dann sind halt einer nach dem anderen gestorben. Aschenbrenner und Schneider steigen zum Lager 4 ab und harren dort aus. Nach 2 Tagen kommen 4 Sherpas mit Erfrierungen dort an und verkünden den Tod von 5 Sherpas und von Uli Wieland.